bevor ich weiter in die Tiefe gehe. Ah! Frechheit! Ey, 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 ey! Ah! Ich sagte, bevor ich in die Tiefe... Aua, 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 aua. Nein, 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 nein. So. Und du wirst natürlich erledigt. Hast du davon, mich einfach reinzuschmeißen? Frechheit. Wir müssen die Experience aufsammeln, aber... Aber... Zum Glück habe ich mindestens keinen Hunger. Fast hätten sie mich jetzt rangekriegt, die Viecher. Habt ihr das gesehen? Fast hätten sie mich rangekriegt. So, da ist Eisen. Hier ist ansonsten Ende. Das ist ja soweit mal ganz gut. Machen wir hier das Wasser mal dicht. So. Oh. Gut. Eisen in Ruhe abbauen. Mehr war das nicht. So. Schauen wir mal vorsichtig weiter. Ich wollte doch noch gar nicht nach ganz unten. Ach Mensch. Frechheit. So, da ist auch Eisen. Und da ist Eisen, aber da komme ich glaube ich nicht dran. Zumindest erstmal nicht. Will ich mich da jetzt hochbauen? Machen wir einfach mal. So, war da nicht noch Kohle daneben? Naja, egal jetzt. So. Ich höre einen Enderman irgendwo. Oh. Was du nicht sagst, ich bin in einer Höhle. Oh. Wäre mir nicht aufgefallen. So. Komm, machen wir mal systematisch. So, ich höre den Enderman, sehe ihn aber nicht. So, ja, dann nehmen wir diesmal wieder mit. Ich glaube, hier nehmen wir auch nochmal Erde mit. Können wir immer gebrauchen. So. Hier das Wasser, das können wir abstellen. Nachdem wir eine Fackel gesetzt haben. Und hier scheint mir das auch noch recht dunkel zu sein. So. Komme ich da so dran? Nee, muss ich erst hochschwimmen. Uip. Na? Hallo, hoch. So. Gut. Eisen. Boah, ich höre ihn doch die ganze Zeit. Wo ist er denn? Und wieso beamt er sich nicht zu mir? Wahrscheinlich, weil ich hier im Wasser stehe. Sobald es aus ist, kommt er. So, Lava. Lava. Komme ich jetzt an der vorbei? Natürlich mit Dreck. Holen wir mal ein bisschen aus, damit wir hier
großzügiger an der Lava vorbei können. So, da oben sind die Minenschächte. Hier wird es wieder dunkel. Oh, ich höre schon wieder Spinnen. Ich hasse Spinnen. Vor allem die kleinen. Und immer so hartnäckig. Hallo, hallo, Schwert, wo bist du? Wow, komm her! Kam von oben runter gesprungen. Während ich mich doch hier nur umgucke. Ich bin doch nur ganz lieb und ich tue doch nichts. Solange man mir nichts tut. Passende Kohle dazu. Ich muss ein bisschen auf meine Spitzhacke aufpassen, dass wir zeitig genug dann den Rückzug anziehen, bevor ich nachher kein Material mehr habe, um mir neues wieder rauszukommen. Obwohl, ich habe ja ein bisschen Holz mitgenommen. Da können wir uns doch zur Not bestimmt was basteln. Boah, die Kohleflöze hier, die nehmen ja gar kein Ende mehr. Ist ja schon fast sträflich, so viel Kohle zu besitzen. So. Mal hier hoch. Nehmen die Kohle auch noch mit. Ach Mensch. So. Dann schauen wir mal weiter. Da ist ein Geselle. Ich kann gar nicht erkennen, was für einer. Ach nee, doch nicht. Ist gar kein Geselle gewesen. So, weil das hier nichts weiter. Eisen auf alle Fälle. So. Uns quasi langsam wieder nach oben. Da ist doch wer. Hallo, Herr Skeletto. Sehen Sie mich? Wenn nicht, dann spüren Sie mich. Ich bin ja gar nicht gemein. Ich bin ja gar nicht gemein. Da steht einer um die Ecke. Ich hab dich gesehen. Du mich jetzt auch. Boah, Creeper, ganz viele. Ich hoffe, ich habe noch genug Munition. Boah, der fällt mal runter. So. Ach. Da ist auch noch einer. So, die Creeper im Auge behalten. Die laufen da hinten rum. Hier sind schon wieder Spinnen in Sichtweite. Ja, ich höre dich.
Ich höre dich. Ach Mist, geht der weg da. So. Boah, der hat aber viel Experience fallen lassen. Uah. Boah. Immer dieses Nachgelade, dann wenn man es nicht braucht. So. Jetzt nehmen wir mal Schwert, weil jetzt wäre Nahkampf. Aber ich glaube, wir haben hier erstmal aufgeräumt. So. Ja. Au, ouch. Merkwürdig großer Raum. Au, 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 au. Nein! Ah, ich will da nicht schon wieder runter. Ah, Mist! Ich bin gestorben. Mist. Ja, jetzt müssen wir die Sachen wiederholen und wir haben natürlich jetzt kein Flugzeug hier. Das heißt, wir müssen laufen. Jum, die dumm. Zum Laufen machen wir natürlich andere Musik. Ja. Das Wandern ist des Müllers Lust. Nur meine nicht. Ich bin aber auch so schlecht im panikartigen Wechsel von Material, Werkzeug, Waffen etc. Mensch. Das ist schon fast peinlich. Aber was soll's? Ups. Na toll. Ach nee, ist ja keine richtige Höhle, na Gott sei Dank. Ich dachte schon wieder was Unerforschtes, wo ich sterben darf. So. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, obwohl ein paar Minuten haben wir ja. Ja, schon wieder eine Höhle. Nee, das ist nur ein Tümpel. Da kann man mit leben. So. Aber das wird da unten noch riesengroß. Was ich jetzt interessant fand, das war kurz bevor wir gestorben sind. Diese riesen Höhle, dieser riesen Bereich, wo auch die ganze Erde lag. Da kam mir doch direkt wieder in den Sinn, irgendwas da draus zu machen. So bautechnisch. Müssen wir mal schauen. So. Ich trinke mal ganz schnell einen Kaffee. So, weiter geht's. Ups. Ups, didum, didum. So. Uah. Puh. Schwein gehabt. Gerade im rechten Augenblick gesprungen. Sonst wäre das böse ins Auge gegangen, so ganz ohne alles. Also Material und so. So. Ui, Wüstenbüsche. Und Kühe und Schweine und überhaupt. So. Ich überlege gerade, was müssen wir uns denn noch alles bauen? Ich hatte ja schon erwähnt, dass wir uns eventuell ein größeres Haus bauen. Wenn denn die Farm soweit fertig ist. Dann kam mir aber dann später in den Sinn, das nicht da zu machen, weil das ja quasi Farmland ist. Und ein großes Haus wäre doch dann sehr auffällig.
ob wir das dann irgendwo anders hinmachen. Also meinetwegen auch mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen und da dann ein großes Haus bauen. Und wenn wir halt Farmzeug brauchen, dann gehen wir halt immer wieder dahin und so weiter halt.